Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen verrückten Video, denn es geht wieder um Instagram-Filter. Ja, ich habe ja schon diverse Instagram-Filter ausprobiert. Dabei waren so verrückte, wo du dir einfach nur denkst, wer kam auf diese Idee und warum existieren sie? Die schlimmsten Instagram-Filter, die einfach nur verboten werden sollten. Es gibt wieder einen neuen Teil. Naja, vielleicht sind auch ein paar coole dabei. Keine Ahnung, wir werden auf jeden Fall mal schauen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, mögt ihr Filter oder gar nicht? Und wenn ihr selbst welche von denen mal ausprobiert oder andere gefunden habt, verlinkt mich gerne in der Story. Und ich schaue es mir auf jeden Fall alle auf Instagram. Ich heiße dort Rebecca Wing Official. Könnt mir gerne dort folgen. Und lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr auch findet, dass diese Filter extremst verrückt, aber auch irgendwie lustig und gestört sind. Finden wir 30.000? Dann lasst einen Daumen nach oben da, dann gibt es vielleicht auch bald den nächsten Teil, denn es gibt einfach so viele Filter und ich würde sagen, let's go. Wusch. Kommen wir auch schon zum ersten Filter und zwar nennt er sich Barbie. Einfach nur Barbie. Und normalerweise stellt man sich darunter einen richtig schönen Barbie-Filter vor, oder? Der dich vielleicht in Barbie verwandelt? Nein, Leute. Das ist der Barbie-Filter. Oh mein Gott. Können sich die Beine oder so bewegen? Kann er irgendwas? Oh doch. Wenn ich meinen Mund öffne, dann kommen erst so aus den Ohren raus die Beine. Seit wann hat Barbie 4 Beine, Leute? Das macht mir Angst. Ich hasse ihn. Er ist so gruselig, der sollte einfach nicht existieren. Weil wenn du sowas in deine Story postest, hast du ganz schnell niemanden mehr, der dir folgt, glaube ich. Das sieht so ekelhaft aus. Dann, Leute, habe ich einen weiteren Filter gefunden. Und zwar ein Siren Head Filter. Run! Wir müssen schnell fliehen. Siren Head ist hinter uns. Wenn nach jedem Bier Zitronen gibt, mach Limonade daraus. Tschüss! Schaut euch das mal an! Oh mein Gott! Yeah! Ich bin sauer! Wie kommt man auf eine Zitrone, Digga? Wir hatten schon so viel durch. Mais. Hatten wir auch die Tomate? Hatte ich die Tomate mal in einem Video? Es gibt auch Tomate, es gibt Orange. Es gibt alles. Es gibt saure Gurke. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Da habe ich das auch noch ausprobiert. Echt gestört. Da ist noch Zitrone, harmlos, aber... Leute, ich kann mich nicht ernst nehmen als Zitrone, ehrlich. Oh mein Gott, kommen wir zum nächsten Filter. Was macht der da? Finger weg! Finger weg! Oh, er hat meine Nase! Das sieht so gestört aus. Kennt ihr das auch? Wenn Eltern einen veräppeln wollen mit diesem Nasentrick, der so schlecht ist. Aber als kleines Kind glaubst du das irgendwie. Aber das hier, das ist echt weird. Alter, der hat die ganze Zeit meine Nase. Was ist das bitte für ein Filter? Geht's noch hässlicher? Also wenn ihr dachtet, das sei noch normal, Leute, jetzt kommen die richtig heftig verstörendsten Filter überhaupt, die einfach nicht existieren sollten. Und zwar, haltet euch fest. Bam! Ich esse mich selber? Njam! 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 Jesus, verstörend! Digga, das ist so unnormal! Nee, Leute, das sollte nicht auf Instagram existieren, wirklich jetzt. Ich habe keine Worte mehr. Alter, wie sehe ich überhaupt aus? Wie so ein Typ oder so? Digga, wie sehe ich denn aus? Ew! Voll hässlich. Und die Füße. Ih, seht ihr die Zehen? Seht ihr diese Zehen? Nimm deine Füße aus meinem Gesicht, du Ekel! Ist die schwanger? No way, ich weiß nicht, wie man darauf kommt, aber das ist einfach zu viel Langeweile. Ich glaube, dann kommst du auf sowas. Aber wenn wir schon dabei sind, statt Enten angeln, kannst du auch dein Gesicht angeln. Wirklich, diese Filter geben dir Albträume des Grauens. Alter, wen willst du damit verstören? Ja, wenigstens ist es ziemlich farbenfroh, ne? Man muss das Ganze auch positiv sehen. Leute, ich habe einen richtig nicen Disney-Filter gefunden, der lieber nicht existieren sollte. Weil ich glaube, keiner will so aussehen. Ich kenne zumindest keinen, der so aussehen möchte. Und zwar ist die Rede von dem Filter hier. Kommt sie euch bekannt vor? Ich bin so schön. Digga, ich sehe wirklich so aus wie diese Person aus Mulan. Ich glaube, da meine ich, wo sie ja zur Heiratsvermittlerin muss. Da muss sie sich ja vorstellen, ob sie geeignet ist als zukünftige Braut für jemanden. Und ja, da macht sie ja so und dann hat sie ja diesen Bart hier. So hässlich, aber echt gut getroffen eigentlich. So, dass es so ein bisschen in die Breite geht und alles und das Make-up. Probieren wir mal ein paar Snapchat-Filter aus. Es gibt ja einmal den Anime-Filter, der super gehypt ist. Und mal gucken, wie ich als Anime aussehe. 1, 2, 3.
Hä? Warum sehe ich schon wieder anders aus? Ich sehe irgendwie so müde aus. So müde und gelangweilt. Und dann, das sieht irgendwie netter aus, aber so eine Haarfarbe habe ich nicht. Warum sehe ich immer anders aus? Aber ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Also er sieht wirklich realistisch aus. Wie so eine richtige Anime-Figur. Leute, ich habe einen Among Us Crewmate-Filter auf Snapchat gefunden. Oh mein Gott, jetzt bin ich blau. Jetzt bin ich lila und pink und oh, du kannst ja alle Farben einstellen. Oh. Hey, wie feierlich ist der? Wie lustig ist der denn? Jetzt erinnere ich ein bisschen an diese Tomate, Mais, saure Gurke Filter auf Instagram, nur als Crewmate. Aber der Crewmate ist echt gut gelungen, nur das Face, ja, ist ein bisschen verstörend, aber irgendwie ist es auch lustig. Kommen wir jetzt mal zu dem gehyptesten Filter momentan überhaupt, und zwar dem Pixar-Filter. Es gibt einen Filter, da kannst du einfach mal sehen, wie du als Pixar-Figur aussehen würdest. Und ehrlich, das ist richtig Goals. Also, wenn du eine Pixar-Figur bist, dann hast du alles erreicht. Wirklich jetzt. Einmal in einem Disney-Film auch mitspielen und so als Figur. Wie Goals ist sowas? Auf jeden Fall probieren wir es einfach mal aus. Und ich bin so gespannt, wie ich aussehe als Pixar-Figur. Ich sehe mal so ein bisschen müde aus. Warum sehe ich so müde aus? So Augen so, als würde ich gleich pennen. Also der ist süß. Der ist wirklich, wirklich süß. Ich glaube, wir hatten ja schon mal einen Game Master Filter, Leute. Ich habe ein Upgrade gefunden davon. Und zwar der hier. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich gut getroffen. Ich meine, das sieht wirklich aus wie der Game Master. Schau ich das einfach mal an. Sogar der Hoodie und alles. Da wirst du als Hacker definitiv ernst genommen. Nicht. Bam! Bin ich nicht wunderschön? Guckt euch diese Lippen an. Guckt euch dieses Facelift an. Ich habe sogar Hände, die das halten für mich. Dieses Tape. Und dann, keine Ahnung, dieser Glanz in Holo. Und damit sehe ich einfach aus wie ein Clown. Barbie, komm mal bitte auf so einen Filter. Also wenn du das schön findest, dann weiß ich auch nicht. Alter, diese Augenbrauen. Ihr wisst, Leute, ich bin Kunst. Eyebrows on fleek, Haare on fleek. Ich mache Konkurrenz zur richtigen Mona Lisa. Also leg dich nicht mit der falschen an. Alter, habe ich Muskeln. Naja, nicht wirklich. Ich habe eher nur einen großen Oberkörper. Und ich bin einfach mal überall. Ich bin Face im Face im Face. Und ich bilde daraus einen Körper. Ist das nicht irgendwie ein bisschen verstörend? Wo bin ich überhaupt? Bei Andy zu Hause? Ich brauche mir ein bisschen Gedanken. Ich glaube nicht, dass Andy mich gerne so zu Hause hätte. Was ist... Warte, ich habe auch noch Finger hier oder was ist das? Überall ist mein Gesicht. Ich kriege noch Albträume. Ich will mich nicht so oft sehen. Wer braucht sich als so einen Körper? Oh mein Gott, ihr habt das du die benutzt. Umso bescheuerter wirst du selbst. It's me, Mario. Sagt ihr das? Ich glaube schon, oder? Oh mein Gott, was ist das für ein Filter? Aber wenigstens kann der zwinkern, wenn ich zwinker. Das ich mega cool finde und echt feier, aber auch ein bisschen creepy. Aber die Nase ist echt gut getroffen. Oh mein Gott, was ist das für ein Filter? Wenn da nicht alles verändert wurde, dann weiß ich auch nicht. Also, ey, man kann auch noch die Haare mehr Neon machen. Wow. Warte, ich tue die mal nach vorne. Wow, was bin ich überhaupt? Bin ich eine Katze? Bin ich ein Pony? My Little Pony oder so? Oh mein Gott! Ich liebe aber pinke Augen, aber Digga, meine Zähne, die sind richtig groß durch den Filter und die Lippen, irgendwie cool, aber irgendwie auch total krass verändernd, oder? Also das ist schon heftig, was Filter machen können. Oh mein Gott, was ist das denn? Also ich finde es gar nicht mal so schlecht, irgendwie ist es ganz süß. Aber irgendwie hakt es auch ein bisschen. Aber auch wieder total verändert. Also es ist schon krass irgendwie. Aber ganz cool, dass man die Haarfarbe verändern kann. Wie findet ihr solche Filter? Übertrieben? Oder kann man mal machen? Eine hässliche Kartoffel.
Ja, Leute, also das waren die Filter. Einige waren wirklich sowas von schlimm, aber es gab auch ein paar, die ich überraschenderweise echt gut fand. Vor allem die, über die die meisten auch schon so geredet haben. Der Pixar-Filter ist, glaube ich, mein Favorit von allen gewesen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen ihr am verstörendsten und welchen ihr am coolsten fandet. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so doll lieb.